wirklich entspannt bitte genießen, denn wir haben nur 10 Paare in dieser Prüfung. Und es sind wirklich tolle Paare dabei. Das ist gar keine Frage. Wir machen jetzt weiter mit einer Weltmeisterreiterin. Vielleicht muss ich es so sagen oder darf ich es so sagen. Charlotte Fry reitet für Großbritannien. Sie hat im vergangenen Jahr den Weltmeister bei der Weltmeisterschaft der jungen Dressurpferde vorgestellt, den sie hier mit hat für die kleine Tour. Jetzt aber hier natürlich ein anderes Pferd unter dem Sattel. Auch erst 10 Everdale. Ein Sohn des Lord Leatherdale, aus einer Negro-Mutter in den Niederlanden gezogen, in den Niederlanden, ist auch diese junge britische Reiterin zu Hause, reitet dort seit vielen, vielen Jahren für den Stall Van Olst. Charlotte Fry und Everdale jetzt hier im Grand Prix Spezial bei uns in Aachen. Prüfungsreiterin, so haben wir sie hier in den ersten beiden Tagen in Aachen erlebt. Das ist natürlich, gucken Sie mal auf den Boden, ne? Es geht ja schon gen Abend, die Sonne schon ein bisschen tiefer, fällt so ein bisschen schräg ins Deutsche Bankstadion rein. Das ist schon eine ganz besondere Atmosphäre. Und der ist wach, was der sich da vorne oben hinstellt. Na, jetzt hat sie natürlich die große Aufgabe, dass er sich da nicht zu sehr vorne aufbaut, denn zack ist der Rücken weg, da muss sie aufpassen und so ein ganz, ganz klein bisschen mehr Rücken, mehr Schwingen über die Oberlinie würden wir uns hier in dieser ersten Trabverstärkung schon wünschen. Das sieht sehr fließend aus. Stellt er sich da oben hin. Ich glaube, das ist schon so einer, der sich richtig gerne präsentiert. Das ist natürlich ein dickes Plus. Es muss nur, darf nicht zu dolle werden. Also, wir haben das hier gerade aus einer ganz interessanten Perspektive, finde ich, gesehen. Da kommt der Rücken noch nicht wirklich zum Loslassen. Ne? Der Jetzt-Passage gefällt mir eigentlich gut. Sehr gleichmäßig unterwegs, steht da vorne oben sehr sicher, deutliches Abfußen. Das macht sie sehr präzise. Das ist natürlich auch ein Bewertungskriterium. Klar, bei C direkt der Übergang in die Passage. Sehr präzise und auch nicht ein, zwei Tritte verschwommen. Was ist es denn nun? Versammelter Trab oder Passage? Das hat sie sehr schön präzise und deutlich in meinen Augen geritten. Ja, da wird er auch nicht länger. Ne? Da hat sie nicht die Chance, ihn wirklich lang zu machen. Dazu muss er vielleicht auch noch konsequenter im starken Trab hinten beigeschlossen sein und drunter schwingen. So, da würde ich jetzt sagen, das ist ein klarer Viertakt, gar keine Frage. Nicht das Maximale an Dehnung, wie wir es uns im Bestfall wünschen. Darf auch gerne im starken Schritt noch ein Stück weiter mehr drüber fußen. Ich glaube, wenn der richtig, richtig loslässt, kommt der auch noch locker ein Stück weit in Hufbreit weiter über den Abdruck der Vorderung. Das ist ein ganz aktives Pferd, kommt hier, finde ich, richtig gut raus aus der Piaffe in die Passage. Mein Mini-Aber, man hört das wahrscheinlich schon wieder, hat dabei die Kruppe doch recht hoch.
Jetzt würde ich mir schon gerade in der Piaffe wünschen, dass er jetzt sozusagen den Schalter umlegt und die Krupe noch deutlicher senkt, noch mehr die Hanken beugt. Was mir echt gut gefällt, ist der Takt, den sie zum Raus aus der Piaffe rein in die Passage mitnimmt. Ja, er hat diesen kurzen, recht breit angesetzten Hals. Man kommt schnell in die Versuchung zu sagen, ist ein bisschen eng. Aber auch das im Hinterkopf würde ich mir wünschen, etwas mehr Rahmen, etwas offener. Das fließt. Guter Wechsel. Stellung, Biegung, fließend. Ja. Das meinte ich vorhin, ne? Starke Prüfungsreiterin. Sie lässt hier nichts liegen. Das ist ein wirklich aktives Vorwärtsreiten. Auch hier in der Wechseltour würde ich mir noch einen Hauch mehr Krupe gesenkt. Ganz klein wenig schwankend, ne? Es war so ein bisschen dieses Rechts-Links-Tanzen. Da darf er gerne noch etwas entschlossener im geraden Vorwärts unterwegs sein. Super rausgeritten, wirklich den Galoppsprung vergrößert. Ja, es ist ein wenig der rote Faden, dass er die Last noch nicht zu 100% aufnimmt, auch eben in der Pirouette, blieb er recht gerade im Hinterbein und die Pirouette echt recht groß. Ja, hier auch. Da darf er sehr gerne noch etwas kleiner werden, noch zentrierter und vor allen Dingen noch mehr Last aufnehmen. Aber auch hier bitte nochmal für den Hinterkopf, auch Everdale ist erst 10. Kommt wieder sehr gut raus. Also das muss man schon sagen. Da bringt er auch viel Eigeninitiative mit. Aus der Piaffe raus in die Passage hinein. Dieser 10-jährige Leatherdale-Sohn. Junges Paar. Er 10, sie 23. Ich glaube, beide mit einer Top-Einstellung. Viel Gutes. Und jetzt wünschen wir uns für die Zukunft, dass er insgesamt hinten seine Tragkraft verbessert, Siegen gegen zu vorne noch mehr die Ganasche öffnen kann. Und dann würde ich mal sagen, sind wir sehr gespannt. Charlotte Fry war das mit Glamourday, ihrem Weltmeister. Sehen wir sie morgen natürlich noch einmal hier in der kleinen Tour in der Inter 1. Das jetzt war Everdale. Und schon das offizielle Ergebnis für Everdale und Charlotte Fry aus Großbritannien. 72,979% sind es geworden heute für diese beiden. Damit Winter Hubertus Schmidt und Escola. Sie sehen es von 70,7 bis 74,5 die Richterwertung und ganz rechts unten 72,258. Das ist die Wertung der Zuschauer. Und das ist neu bei uns. Zwei Klick mal raus. Sie können direkt auf unserer Website den Icon des Zuschauers und sehen dann am Ende,
drei Spalten, links die Richter, in der Mitte die Zuschauerrichter und rechts ist ihr Ergebnis. Da können Sie mal schön einsichten.